Hey ho, ich bin's, Coco de Broeke, die Schauspielerin mit Spastik, die du vor ein paar Jahren über den Teich nach Amerika schicktest, um die Schauspielindustrie zu revolutionieren. Und dafür wollte ich dir nochmal Danke sagen, denn es war eine wundervolle Zeit, die ich in meiner Schauspielausbildung hatte. Und die Revolution ist in den Kinderschuhen. Ich habe meine erste Hauptrolle in einem Horrorfilm in Atlanta bekommen und dann kam Corona. Ganz viele Jobs wurden gestrichen, Hollywood ist immer noch stillgelegt, wir sind immer noch in Quarantäne und der Film, für den ich gebucht worden bin, wurde auf Herbst bzw. vielleicht sogar Winter verlegt. Kurzum, ich brauche mehr Zeit. Ich brauche ein neues Visum. Und jetzt hat mich jemand gefragt, wofür brauchst du denn jetzt genau Hilfe? Weil ein Visum kostet doch eigentlich, das ist doch einfach nur ein Stück Papier. Ja, aber dieses Stück Papier kann ich, dieses Visum kann ich nicht selber beantragen. Dafür brauche ich die Hilfe eines Profis, einer Anwältin, die ich gefunden habe, Kate Reynolds, und die hat ihren Preis. Deshalb wollte ich dich nochmal ganz offen fragen, ob du mir helfen würdest, denn ich weiß, dass du meine Vision verstanden hast, du bist schon Teil meines Traums und vielleicht kennst du mich schon, vielleicht ist meine Geschichte dir ganz neu, vielleicht kennst du mich noch gar nicht, aber wenn du mir helfen willst, und es wäre super, dann hilf mir jetzt nochmal dabei, die nächsten paar Wochen das Geld für meine Anwältin zusammenzusammeln, damit ich mich für mein Künstlervisum bewerben kann und die Revolution weitergehen kann. Denn ich hatte dir ja versprochen, dass ich es zu den Oscars 2037 schaffe. Und ja, 2037 ist halt noch nicht da, ne? Love.